Wir sind hier in meiner Küche zu Hause und ich wollte euch jetzt mal zeigen für alle Kaffee- und Cappuccino-Liebhaber, wie ich meinen, nach meiner Meinung nach, perfekten Kaffee zauber. Also ich setze jetzt erstmal heißes Wasser im Wasserkocher auf, hol mir Milch aus dem Kühlschrank und das muss nur ein ganz bisschen sein, so ein Schuss in meine Tasse. So, dann stelle ich das schnell in die Mikrowelle. Für so 1-2 Minuten, dass es nur ein bisschen warm wird, auch ruhig auf einer hohen Stufe. So, jetzt köchelt hier alles. In der Zeit hole ich dann schon mal meinen Esslöffel. Und hier mein Cappuccino. Das ist jetzt ein ganz einfacher Cappuccino, ich glaube aus dem Plus. Einfach Cappuccino, löslicher eben, Pulver-Cappuccino, das ist ganz wichtig. So sieht er dann aus. Das ist ganz gut. Was ihr auf jeden Fall meiner Meinung nach braucht, ist hier so ein Mixer, das ist so ein elektrischer und die sind klasse, also der hat jetzt bei Amazon.de 4 Euro, glaube ich, gekostet. Also die gibt es ganz, ganz billig, muss ja auch mal gucken, gibt es auch immer in den Märkten. Ganz gut. So, jetzt ist meine Milch fertig. Dann, oh, die dampft ganz schön. So, und jetzt nehme ich die so ein bisschen so und schäume. Schön durchschäumen. Kommt euch auch der Duft von der schönen heißen Milch entgegen. Wer natürlich Kaffee schwarz trinkt, für den ist das natürlich nichts, aber ich nehme mal an, die meisten mögen es mit Milch. Jetzt blubbert hier die Waschmaschine. So. Dann ist die Milch fertig. Wie ihr seht, schön geschäumt. So. Dann nehme ich 3 bis 4 Löffel, das ist vollkommen egal, jeder mag das anders. Jetzt geht's aber los, gell? Okay, also ich nehme immer 4, weil ich starken Kaffee mag, sogar 4,5. So. Und misch das ruhig schon mal einfach mit der Milch. Das ist gut, weil, oh, also da ist der Weg, Entschuldigung. Nicht der Mixer, sondern der Mixer. Ganz wichtig, weil mit einem normalen Löffel kriegst du das gar nicht alles zerquetscht da irgendwie und aufgelöst, weil die lassen sich meistens sehr schwer lösen. So, das ist jetzt das Kaffeepulver mit der aufgeschäumten Milch. So, und jetzt kommt das heiße Wasser, was aber nicht mehr kocht. Es darf nicht mehr kochen. Es muss schön heiß sein, aber auf gar keinen Fall mehr kochen. Bis hierhin erstmal rein. Das mische ich dann nochmal schön mit der Milch und dem Pulver. Entschuldigung. Ich habe eben Waschmaschine, nicht Spülmaschine. Das ist eine Spülmaschine. So, jetzt kommt noch ein bisschen heißes Wasser oben drauf. Oh, sieht schon gut aus. Ja, Zucker müsst ihr eben selbst dosieren. Der ist jetzt für meinen Papa, der will gar keinen Zucker, deswegen mache ich keinen rein. Oh. Das ist ja chaotisch. Aber gut, ist ja nicht. Wir können das jetzt nicht nochmal neu drehen. Mein Papa will nicht 2 Kaffee und ich habe auch keinen Durst. So, dann könnt ihr euch auch noch ein bisschen Kakao nehmen. Tada! Den so ein bisschen drauf machen. Ja, und das ist mein perfekter Cappuccino für meinen Papa. Tschüsschen mit Küsschen. Wusstet ihr, dass die 3 heiligen Könige gar keine Heiligen waren? Es gab nie ein Verfahren, wo sie geheiligt wurden. Also waren Kaspar, Melchior und Balthasar keine Heiligen. Bei starken Regenfällen schauen Truthähne oft in den Himmel und ertrinken dabei. Die Freiheitsstatue von Amerika hat eine Schuhgröße von 3500.
Schmetterlinge haben den Geschmackssinn in ihren Füßen. Eine Frau kann sich in Saudi-Arabien von ihrem Mann scheiden lassen, wenn der ihr keinen Kaffee bringt. In Los Angeles, Kalifornien, ist es verboten, an Kröten zu lecken. Hallihallo, meine Lieben. So, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was über die Neuheiten, die ich mir von meinem Weihnachtsgeld gekauft habe. Und zwar war ich letzte Woche shoppen und habe zwei richtig coole Schnäppchen, wie ich finde, gemacht. Und zwar erstmal diese saucoole Uhr hier. Die ist hier also mit so einem Spiegelglas, es spiegelt sich da drin. Und zwar könnt ihr dann, das hier sind so kleine Knipser, so kleine Zangen. Und da könnt ihr dann verschiedene Fotos, Bilder, egal, also was ihr wollt, irgendwie da reinknipsen und euch dann aufhängen. Und das finde ich total cool, weil man sich dadurch eine richtig schöne, sozusagen persönliche Uhr machen kann. So, mein zweites Schnäppchen. Achso, die kostet so um die 15 Euro, 10 bis 15 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Der Traum einer jeden Frau. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es glitzert halt total. Und hier ist so ein schöner, oh Gott, ich habe mich in diese Tasche verliebt. Und zwar ist das Coole an der Tasche, die hat hier, hat sie nochmal eine Kette. Die Kette kann man aber auch einfach hier reinmachen, weil die sind hier drin befestigt. Oder man kann sie auch abmachen. Wenn man eh den ganzen Abend die Tasche, das ist ja jetzt auch ganz modern, eben so halten möchte, kann man die auch abmachen. Aber was ich immer mache, ich nehme die mit und wenn ich feiern gehe oder so und halte die dann so, irgendwann denkst du dir so, bäh, dann machst du es auf, holst du die hier raus, machst zu und dann kannst du diese halt auch umhängen. Und ja, also wie gesagt, ich liebe diese Tasche und ich wurde auch schon so oft darauf angesprochen, wo ich die her habe und ja, dann wollte ich das auch mal an euch weitergeben. Und zwar ist die aus dem Deichmann und die hat 9,95 € gekostet. Also das macht sie noch toller. Und ja, ich empfehle euch, also holt euch die schnell, weil die ist bestimmt ganz schnell weg. Ja, die ist ganz toll. Genau, was ich vergessen habe, die Uhr, die ist aus dem Dom. Ja, das war's dann erstmal. Tschüsschen mit Küsschen. Ich habe noch einen ganz tollen Deko-Tipp für euch, und zwar diese Duftglocken. Ja, man nennt sie so. Und zwar sind das so kleine Fusseln, die gibt es in jedem Dekoladen. Ja, und die gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben und auch mit verschiedenen Düften. Dieser hier riecht zum Beispiel nach Vanille und damit kann man ganz toll überall dekorieren und es sieht wirklich toll aus und es riecht auch gut. Besonders gut riecht es natürlich, wenn man es auf die Heizung stellt. Das war's. Tschüsschen mit Küsschen. Hallihallo, meine Lieben. Ich mache jetzt nochmal ganz schnell und extra die Internet-Tipps, weil die wurden beim letzten Mal zu lang und dann hatten wir das noch in drei Teile machen müssen. Das wäre dann eindeutig zu viel gewesen. Und zwar nenne ich euch jetzt ein paar Adressen, die ich persönlich total cool finde. Als erstes, wenn ihr gerne Bilder bearbeitet, euch das aber keine Bearbeitungsprogramme auf dem PC laden wollt, wie ich zum Beispiel, weil das den PC ja immer total überlastet, dann gibt es eine Seite, die heißt picnic.com, also P-I-C-N-I-K.com. Und da könnt ihr online Bilder bearbeiten. Das ist eine total coole Seite. Dann noch zum Shoppen. Die Seite heißt jungstil.de, also jung und dann stil.de. Ganz preiswerte, aber richtig schöne, moderne, tolle Sachen. Und dann noch für die Elektrohörer und Hörerinnen. Es gibt eine ganz coole Seite für elektronische Musik, die könnt ihr hören, das ist sozusagen Radio. Könnt euch aber auch kostenlos da Lieder runterladen. Und zwar ist es die Seite lastfm.de. Also alles zusammen, lastfm.de. Okay, das war's dann auch schon. Tschüsschen, Küsschen. Hallo ihr Lieben, wie ihr seht, stehe ich hier in einer wunderschönen Winterlandschaft, aber es ist auch wirklich sehr kalt. Im Moment sind es so um die minus 10 Grad und in den nächsten Tagen soll es bis zu minus 25 Grad werden. Also Vorsicht auf den Straßen, die sind sehr, sehr glatt und auch Vorsicht besonders auf den Seen, weil die sind noch nicht alle 100% zugefroren. Ja, das war's eigentlich schon vom Wetter. Tschüsschen mit Küsschen.